Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Simple Life Stories. Mein Name ist Monja und in diesem Video möchte ich dir zeigen, wie mein August aussah. Ja, warum ist es überhaupt wichtig? Ja, ich möchte dir ein bisschen Inspiration geben für Spreads, die du vielleicht auch für deinen Bullet Journal machen kannst. Und aus dem Grund habe ich hier mal mein Vision Board offen. Ja, das siehst du auch gleich nochmal. Für mich ist dieses Vision Board stellvertretend für den Monat August, einfach weil ich in dem Monat angefangen habe, richtig zu planen, richtig mein Bullet Journal zu nutzen. Ne? Ich hatte sonst ein Arbeits-Bullet Journal und jetzt eben ein eigenes Bullet Journal. Das ist mein Bullet Journal, also das, was ich privat auch nutze und wo ich alle meine Termine reinschreibe, alles, was für mein Geschäft wichtig ist, ja, und überhaupt alles, was mir so in den Sinn kommt. Ne? Und da, genau das möchte ich dir in diesem Video zeigen. Ja, das mache ich so, das ja unternehme ich, das macht mir Spaß, das ist mir wichtig. All das kannst du in meinem Bullet Journal sehen. Auch wenn das Vision Board wichtig ist, fange ich jetzt erst einmal ganz vorne an mit meinem Setup, mit meiner Intro-Seite für den August. Ja, und das ist ein kleines Lama, weil irgendwie Lamas, da stoße ich immer und überall drauf. Ja, weiter geht's dann mit meiner Monatsübersicht. Da habe ich nur ein paar wichtige Termine eingetragen. Dann brauche ich das Zitat des Monats, Nothing works unless you do, und den Meditationstracker, weil ich habe mir vorgenommen, den ganzen Monat jeden Tag Meditation zu machen, und zwar mit Headspace. Und das habe ich auch getan. Und hier siehst du schon die Wochenübersichten und alle Termine, die ich so zu handeln habe und alles, was ich so zu tun habe. Ich blätter jetzt auch nochmal so durch, damit du das richtig sehen kannst. Ja, ich habe oben rechts in der Ecke habe ich immer meinen kleinen Kalender. Das hilft mir zu sehen, wer wann im Büro ist. Ich bin zwar nicht richtig schusselig, aber ich tendiere doch dazu, hin und wieder mal Dinge zu vergessen. Aus dem Grund kommt mir dieses Bullet Journal genau richtig. Ich kann nicht nur hier einen Braindump machen oder auch aufschreiben, welche Schritte ich als nächstes gehen muss oder welche Kurse wir als nächstes aufnehmen, sondern ich kann halt auch alle Termine und alle To-Dos halt aufschreiben. Und nicht zu vergessen, mein Vision Board. Wie ich gesagt habe, das war eins der wichtigsten Seiten, die ich diesen Monat gemacht habe. Da habe ich mir auch richtig Zeit für genommen. Ich bin zu Pinterest gegangen und habe mir Bilder gesucht, die meine Träume, meine Wünsche, meine Vorstellungen repräsentieren. Und ich bin sogar hingegangen und habe das gefaked sozusagen. Ja? Also eines meiner Ziele ist zum Beispiel, bei YouTube ganz viele Abonnenten zu gewinnen. Und naja, wie macht man das, wenn man noch nicht so viele hat? Man faked einfach einen Screenshot und packt da die Zahl rein, die man gerne hätte, von einem anderen Account. Also das ist hier alles ein Fake, ist aber so gedacht, weil ein Vision Board, da muss man sich die Dinge vorstellen können. Das heißt, ich muss die direkt vor Augen haben und das heißt auch, ich muss sehen, was ich mir wünsche. Ne? Also man muss da immer wieder drauf gucken, am besten täglich, öfter, das ist immer ganz gut, weil nur dann hat man seine Ziele ganz klar vor Augen. Also der Monat August war für mich da, um wirklich mir klar zu werden, mir darüber klar zu werden, was ich möchte, was ich wünsche, was ich mir wünsche, was ich für mich wünsche und was mir wirklich wichtig ist. Und deswegen war das unglaublich wichtig, auch meine Ziele aufzuschreiben und alles aufzuschreiben, was ich den Monat über erreichen möchte. Und so ist dieser Monat irgendwie nicht einfach so vorbeigegangen, sondern er war richtig produktiv und ich habe richtig viel geschafft und richtig viele Dinge in die Wege geleitet. Und Schuld daran ist nicht zuletzt auch unsere SWOT-Analyse. Also SWOT heißt Strengths, Weaknesses, Threats and Risks oder so. Nee, irgendwie so. Auf jeden Fall, es ging darum, einmal einen Blick auf sein Geschäft zu werfen und mal zu gucken, welche Möglichkeiten man hat, das Ganze noch zu erweitern und ja, neue Ideen zu finden. Und das habe ich mit einem lieben Freund gemacht, beziehungsweise wir haben das mit einem lieben Freund gemacht im Team. Und das war richtig, richtig hilfreich und hat uns doch ein ganzes Stück weitergebracht. Ja, und daraus ist dann eben auch mein Vision Board entstanden, ja. Ich habe also alles aufgeklebt, alles, was ich mir wünsche, was ich mir träume, auch welche Ziele, Wünsche ich habe. All das klebt jetzt hier in diesem Vision Board, unter anderem auch zum Beispiel, dass ich immer wieder meditiere. Also ich habe Headspace, das ist eine App, die kannst du auf dein Handy laden. Ich lasse den Link natürlich hier in der Infobox. Und ja, all diese Dinge, diese Kleinigkeiten, persönliche
und berufliche Ziele habe ich vereint und mir hat das unglaublich geholfen. Hast du schon mal ein Vision Board gemacht? Ich würde mich freuen, von dir zu hören und zu erfahren, wie du das so machst und wie dir das so gefällt. Ja, ansonsten hoffe ich, dir hat dieses Video, selbst wenn es in diesmal kein Tutorial ist, sondern nur ja sozusagen eine Inspiration, gefallen und du gibst uns vielleicht einen Daumen nach oben und abonnierst unseren Kanal. Vielleicht klickst du auch die kleine Glocke an, damit du jedes Mal informiert wirst, wenn wir ein neues Video hochladen. Ja, und dann freue ich mich darauf, dich im nächsten Video wiederzusehen. Bis dahin, tschüss!